Sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Sie herzlich begrüßen zur Sendung Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Heute spreche ich mit zwei Damen und einem Herrn über das Thema die Religionen und die Frauen. Und zwar mit Frau Dagmar, das ist die Frau auf der linken Seite, Frau Dagmar Doko Waschkönig, Frau Hamide Mohagegi, das ist die Frau, die in der Mitte sitzt, und Herrn Professor Dr. Dr. Peter Antes über das Thema, meine Damen und Herren, die Religionen und die Frauen. Ich möchte Sie bitten, meine Damen und meine Herren, dass Sie sich ganz kurz vorstellen, Geburtsschule und Studium. Frau Waschkönig zuerst. Ja, ich bin Jahrgang 1943 in Wattenscheid im Ruhrgebiet aufgewachsen, wo ich auch Abitur gemacht habe. Und dann habe ich hauptsächlich in Hamburg studiert mit dem Hauptfach Kunstgeschichte. Sehr viel später, als ich dann Buddhistin war, habe ich auch noch in Göttingen Indologie, also Sanskrit und Pali, die Sprachen studiert. Sie sind Zen-Buddhistin. Ja, ich bin Schwerpunkt Zen-Buddhistin, aber ich bin auch in allen anderen Haupttraditionen sehr gut bewandert. Ja. Frau Mohagegi. Mein Name ist Hamide Mohagegi, bin 1954 in Teheran, Iran, geboren und dort aufgewachsen, habe dort Jura studiert. Seit 1977 lebe ich in Deutschland und habe hier dann Religionswissenschaft und Rechtswissenschaft studiert und in Hamburg auch in einem informellen Studiengang Islamische Theologie. Sie sind Muslima. Ich bin Muslima. Muslima, das ist ja. Eine Muslimin. Genau. Aber Sie fühlen sich in Deutschland wunderbar wohl. Alles das wunderbar. Tue ich. Ich bin in zwei Kulturen und zwei Ländern zu Hause. Ja. Wunderbar, wunderbar. Herr Antes. Ja, mein Name ist Peter Antes, bin emeritierter Professor für Religionswissenschaft der Leibniz-Universität Hannover. Ich bin 1942 in Mannheim geboren, habe in Paris und Freiburg im Breisgau Religionswissenschaft, katholische Theologie und Islamwissenschaft studiert und bin mit 30, 1973 nach Hannover berufen worden für Religionswissenschaft, wo ich bis 2012 gelehrt habe, mit dem Schwerpunkt auf den großen Weltreligionen. Meine Damen und Herren, die erste Frage, meine Damen und mein Herr. Eine der wichtigsten Errungenschaften der europäischen Moderne ist die rechtliche und die Gleichstellung von Mann und Frau, wie sie in der Erklärung der Menschenrechte der Französischen Revolution von 1789 dargelegt ist. Warum dauerte es so lange, bis man über dieses Thema gesprochen hat, die Rolle der Frau in der Religion? Warum dauerte das so lange, Herr Antes? Ja, also zunächst muss man sagen, diese Grundlegung in der Französischen Revolution ist sehr viel enger zu verstehen. Damals bezog sie sich nur auf den Mann. Ja, ja. 1791 hatte das Olympe de Gouges gemerkt und eine Erklärung für die Frau parallel dazu in die Debatte gebracht, aber die ist abgelehnt worden. Und es bezog sich auch nur auf weiße Männer, denn die schwarzen Sklaven waren nicht gleichgestellt. Und ja, da galt nach wie vor der Code Noir von Ludwig XIV. Und selbst die französischen Aufklärer haben da kein Problem mit gehabt, sodass man sagen muss, diese Wahrnehmung, so wie sie dann 1948 von der UNO in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte kam, dass nämlich Männer und Frauen, Schwarze und Weiße und so weiter alle gleich seien, hat lange gedauert, auch innerhalb des zivilen Bereichs. Und von daher ist verständlich, dass natürlich auch die Religionen erst, nachdem das in dieser breiten Form ausgelegt waren, sich damit beschäftigt haben. Und es als eine Herausforderung betrachtet haben. Bis heute hat ja beispielsweise der Vatikan die Erklärung der Menschenrechte der UNO nicht unterschrieben, weil natürlich für ihn die Religionsfreiheit undenkbar war, dass da also irgendwelche Kardinäle frei die Religion wählen. Ja, ja. Man kann den Frauen keinen Vorwurf machen, anders, nicht, dass sie zu anständig waren, dass sie zu anständig verhalten haben. Oder was meinen Sie, meine Damen? Ist die Frau sowieso immer so zurückhaltend? Lass mal den Mann machen, oder was meinen Sie?
Ich denke, in den verschiedenen Kulturbereichen, also die auch gerade meine Religion, den Buddhismus betreffen, das sind ja andere Kultureinflüsse hineingekommen, also ja, in Ostasien vor allen Dingen der Konfuzianismus. Ja, und da ist die Stellung der Frau also nicht so hervorragend. Und dadurch ist eigentlich eine Mentalität erzeugt worden, die bis heute noch nachwirkt. Ja. Und es gibt aber natürlich Gegenbewegungen. Und gerade in Japan, wo meine Tradition ja herkommt, da haben die Frauen, also speziell die Nonnen, die haben also eine Gleichberechtigung erstritten, also parallel zu den Schritten, die hier in Europa gelaufen sind. Also man kann wirklich sagen, 1968 haben die also eine fast völlige Gleichberechtigung erreicht, also dass Frauen auch Meisterin werden können, also wirklich auch einen Tempel leiten können. Und das ist ja schon was Besonderes, das war vorher nicht so. Und das Einzige, was noch bleibt, dass sie die Haupttempel nicht leiten können, aber das sind ja eh Mönchstempel, das ist auch nicht die Frage. Aber dadurch ist gerade der Zen-Buddhismus auch im gewissen Vorteil, zum Beispiel gegenüber dem tibetischen Buddhismus, wo ganz andere Bedingungen für die Frauen dann wirksam sind. Sie haben ja Ihr Kleid an, das ist das Kleid der Nonne, einer buddhistischen Nonne. Ja. Meine Damen und Herren, das ist das Kleid einer buddhistischen Nonne. Ja, wobei ich das wichtigste Stück, das sogenannte Flickengewand, ja jetzt gar nicht anhabe. Also das wäre für diesen Zweck also nicht so angebracht. Ja. Frau Morgegi. Ja, ich denke, das sind ja unterschiedliche Wahrnehmungen, unterschiedliche Kulturen. Also wenn ich dann schaue, so in der sogenannten muslimischen Länder, dass dann durchaus man auch einen Unterschied macht zwischen familiären Bereich und öffentlichen Bereich. Also im familiären Bereich haben dann die Frauen immer das Sagen, auch wenn sie dann so nach außen sagen, der Mann kann der Haupt der Familie sein, aber er tut sowieso das, was ich dann bestimme oder was ich dann so meine. Also wenn er dann so mit diesem Titel Herr des Hauses zu sein zufrieden ist, ist es auch gut, dann lassen wir ihn diesen Titel. Aber es geschieht in der Familie, in der Familie tatsächlich das, was dann so für die Frauen entscheiden. Und in der öffentlichen Raum ist es ja auch dann sehr unterschiedlich, weil es gibt ja im Islam jetzt keine Ämter in dem Sinne, dass dann so gerade so religiöse Ämter, dass sie dann so das anstreben, diese Ämter auch so bekleiden zu können. In anderen Bereichen hat man in unterschiedliche Kulturen durchaus auch sehr aktive Frauen gehabt. Und das ist auch die Definition, was man so unter Frauen, Gleichberechtigung der Frauen dann versteht. Ja. Und ob man das dann genauso haben will, wie dann so in der westlichen Welt zum Beispiel jetzt zu Hause ist oder auch angenommen ist. Es gibt dann so muslimische Frauen, die dann sagen, meine Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit ist in meinem Glauben verankert. Ja. Ich kämpfe dafür, aber ich möchte nicht alle Muster, die dann so in der westlichen Welt, in der Frauenbewegungen gelaufen ist, möchte ich nicht kopieren. Ich habe ganz andere Zugang dazu, andere Muster dazu, die ich dann aus dem Glauben heraus dann auch streiten möchte. Das ist sehr schön, Herr Andes, nicht? Das ist doch sehr schön. Ja, wobei man natürlich sagen muss, es gibt schon ein paar Ämter, etwa das Imam. Ja, ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Gut, aber das können wir ja noch ansprechen. Die zweite Frage oder die dritte Frage, die Frage nach der Rolle der Frau in den Religionen wird bei uns gewöhnlich Bezug auf das Christentum oder den Islam diskutiert. Hat diese Frage für das Judentum, den Buddhismus und den Hinduismus keine Bedeutung? Doch. Ja, ich kann ja nur für den Buddhismus sprechen. Da hat sie ja schon eine Bedeutung auch. Und weil sich die geschichtliche Entwicklung über die Jahrtausende eben anders auch dargestellt hat, als der Buddha es selbst gewollt hat vor 2500 Jahren. Ja, er wollte. Und von den westlichen Frauen ausgehend, die ja
wenn sie sich dem Buddhismus zugewendet haben und auch gerade den Weg der Ordination gegangen sind, sind oft sehr gut studierte Frauen. Und denen ist natürlich etwas aufgefallen, was vielleicht anderen nicht so auffällt und aus unserem Selbstbewusstsein, das für uns heute selbstverständlich ist, gar nicht mehr annehmen wollen. Und deswegen können wir uns heute auf Buddha berufen. Und er hat ja ausdrücklich bestätigt, dass die Frauen denselben Weg bis zum Ziel, also der Heiligkeit, des großen Erwachens gehen können. Und das ist also ein wesentlicher Ausgangspunkt. Und wir wissen auch konkret, dass er mit etlichen Frauen, die sehr weit fortgeschritten waren, sehr gut gesprochen hat auch. Es gibt auch Äußerungen negativer Art über Frauen. Er hat ja auch einige sehr schlechte Erfahrungen mit Frauen machen müssen. Aber wir berufen uns natürlich auf die anderen Dinge. Und jetzt wird es auch weitergeführt. Also wir haben dann ausgehend auch von internationalen Bewegungen, also 1987 einen Verein gegründet zur Förderung der buddhistischen Frauen, der in Asien meistens tagt und gewisse Dinge auch der Schulung und des Selbstbewusstseins voranbringt. Und da kann man auch beobachten, dass die asiatischen Frauen, die ja oft mit Doktortitel da ankommen, also hohe Nonnen sind, aber sehr bescheiden auftreten, wie wir das eigentlich nicht machen, das fällt sofort auf. Und die passen sich sehr schnell an, die werden also auch sehr schnell in ihrem Auftreten anders und ergreifen jetzt auch neue Möglichkeiten. Ja, zu Bezug auf den Hinduismus kann man sagen, dass die klassische Form des Hinduismus die Frauen nicht ganz den Männern gleichstellt, insofern als zum Beispiel das Erlösungsziel nur durch Männer erreicht werden kann und die Frauen so lange wiedergeboren werden müssen, bis sie als Männer kommen und dieses Ziel erreichen können. Und im Judentum gab es auch klassisch eine ganze Reihe von Debatten um die rechtliche Stellung der Frau. Ich erinnere in dem Zusammenhang nur, dass beispielsweise in den 1990er Jahren die jüdische Gemeinde in Hannover gespalten wurde in eine liberal-jüdische Gemeinde und eine orthodoxe, weil in der vorher einheitlichen Gemeinde der damalige Rabbiner Brandt einer Frau die Torarolle in die Hand drückte und daraufhin vom Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde fristlos gekündigt wurde, was eben dazu führte, dass die Gemeinde sich dann gespalten hat und zeigt, dass die Frage um die rechtliche Einordnung der Frau in der Religion auch im Judentum ein Problem war und teilweise noch ist. Frau Mohagegi. Also im Islam ist es ja so, dass wir den Koran als Grundlage haben. Klar, dass dann der Koran, wenn man, ist ja ein Text der Spätantike, ein Text der 7. Jahrhundert, dass man nicht eins zu eins übertragen kann. Es gibt Stellen im Koran, die dann so die Gleichberechtigung der Frau, wie wir heute sehen, da drin nicht finden können. Mhm. Das ist so rechtliche Ungleichheiten im Koran. Und wenn man nur den Text nimmt, ohne zu reflektieren, was dann der Text damals bedeutet hat und was wir dann so heute weiterführen können, dann ist es schwierig. Und so diese traditionelle Art und Weise, nur den Koran dann nehmen, wortwörtlich, ist leider immer noch sehr, sehr präsent. Und vergisst man dabei die Tradition von Prophet Mohammed, wie viele Frauen aktiv um ihn herum waren, dass man die dann so zum Beispiel als Muster, als Beispiel nimmt und sagt, da hat er nichts dagegen gesagt. Mhm. Das heißt, es gibt Elemente durchaus in den Quellen, die dann schwierig sind für uns, für unser Verständnis heute. Es gibt aber auch Beispiele, die wir ganz gut nehmen können und sagen, den Koran können wir dann so weiter denken, was im Koran den Menschen damals mitgeteilt wurde und was wir dann so heute daraus lesen können. Und dadurch, dass diese Aussagen im Koran eine Besserung der Situation der Frauen damals gebracht hat,
dann kann ich heute sagen, die rechtliche Gleichstellung der Frauen heute ist es etwas, wo ich dann so als überzeugte Muslima ganz gewissenshaft sagen kann, ich stehe dazu da komme ich dann nicht in Konflikt in meinem Glauben. Gut, das Problem ist, dass wir dann durchaus in den muslimischen Ländern sehr stark immer noch kulturelle und patriarchale Strukturen haben, die dann eben die Gleichstellung der Frauen schwer machen. Schwer machen. Ein Argument ist ja immer wieder, der Gegner der Priesterweihe für Frauen ist in der katholischen Kirche und im Christentum, dass unter den 12 Aposteln keine Frau war. Was ist denn da los gewesen? Ist natürlich ein Faktum, dass die 12 nur Männer waren. Da kommt man nicht dran vorbei. Die Frage ist nur, wie weit diese Tradition bindend ist für die spätere Auslegung. Denn ein Witz, der schon unter Johannes Paul II. Kursierte, sagte, es ist richtig, dass unter den 12 keine Frau war, es war aber auch kein Pole darunter und es war kein Deutscher darunter. Das heißt, die Frage, wo man die Tradition als bindend interpretiert und wie offen man sie sonst sieht, ist eine Frage, die zeitlich jeweils unterschiedlich beantwortet wird. Und das muss man, glaube ich, bedenken. Hinzu kommt, dass die Frage der 12 noch unterschieden werden muss von der Frage des Begriffs der Apostel. Nicht? Paulus wird als Apostel bezeichnet. Es gab aber noch eine Dame, Thekla, zu seiner Zeit, die ähnlich aktiv in der Mission war und auch als Apostelin bezeichnet wurde, sodass sich schon da die Frage stellt, ob wir die Tradition mit der heutigen Brille richtig lesen oder ob wir neu das Ganze aufrollen müssen. Sind denn die 12 Apostel für alle bindend, auch bindend für Ihren Glauben, Frau Mombegege, und für den Buddhismus? Natürlich die 12 Apostel? Nein, also das ist ja so für Christen bindend, aber nicht für uns. Euch nicht. Nein, nicht bindend. Nein, damit haben wir ja gar nichts zu tun. Es gilt nur fürs Christentum. Ja. Ist eigentlich schade, ne? Warum? Eigentlich nicht. Wir haben also andere Dinge, die hervorweisen können. Also es muss ja nicht sein unbedingt. Das Christentum muss nicht für alle auf der ganzen Welt gleich sein. Ist es sowieso nicht. Das hätten manche Christen gerne, aber es ist nicht so und die Welt besteht eben aus vielen Kulturen und vielen Religionen. Also lassen wir es so, wie es ist, meine Damen und meine Herren. Ja, lassen wir es so, wie es ist. Ja, aber müssen wir sowieso. Bindend ist es nicht, aber dass dann die Religionen durchaus auch Einfluss auf weitere Religionen, die gekommen sind, die haben schon, also die Menschen, die Religionen, die dann nach Christentum gekommen sind oder nach Judentum, die sind ja nicht in einen luftleeren Raum gekommen. Die hatten schon eine Tradition gehabt und dann das irgendwie entweder geändert oder dann weitergeführt. Also bindend ist es nicht, aber Einfluss ist da gewesen. Ist vorhanden, Da kann man nicht ganz voneinander trennen. Kommen wir zur nächsten Frage. Der Koran und das islamische Recht machen deutliche Unterschiede zwischen den Rechten der Frauen und den Rechten der Männer, wobei die Frauen weniger Rechte haben als die Männer. Ist diese Benachteiligung von Frauen Gott gewollt, wobei sich beispielsweise ein Verbot des Zugangs von Frauen zu religiösen Ämtern ergibt, zum Beispiel ein Gebetsleiter, das ist der Imam. Imam, Und dann der Mufti. Mufti ist sowas wie ein Richter. Das ist so Gelehrter, die dann so Lehrmeinungen hat. Also das ist tatsächlich so, dass dann so im Koran also eine Gleichberechtigung der Frauen und Männer man nicht finden kann. Das ist ein Text des 7. Jahrhundert und da ist überhaupt gar kein Thema gewesen. Was aber wichtig ist, was hat dann das, was im Koran steht, hat für die Frauen damals bewirkt. Für sie hat eine rechtliche Verbesserung gebracht. Und deswegen muss man aus dieser Perspektive die Quellen lesen. Und das ist schwierig, wenn man die Quellen, diese Texte so nimmt, wortwörtlich, und überträgt im 21. Jahrhundert. Dann sind sie ein Problem. Und daher ist es dann ganz wichtig, diese Koran-Exegese, Koran-Auslegung, dass man überlegt,
Wann ist dieser Text entstanden? Was war dann der Kontext? Ja, ja, und ja. Was sagt dann dieser Text, das heißt dieser Geist hinter dem Text, was sagt das dann heute zu mir? Die religiöse Ämter, also es ist so, Moscheegemeinden sind jetzt nicht so eine starke Institution, so wie Kirche, wenn man dann so nehmen will. Mhm. Vorbeterinnen kann es dann geben für die Frauen, dadurch, dass dann diese Geschlechtertrennung im Laufe der Zeit sich so entwickelt hat, die Frauen können Vorbeterinnen werden für die Frauen, aber nicht für eine gemischte Beter, dass man so Männer und Frauen hinter eine Frau stehen. Obwohl dafür gibt es auch keine theologische Hintergrund, theologische Grundlage, dass man so bindend sagen muss, für alle Zeiten ist das gültig. Ja, das sind so Vorstellungen. Amina Wadud ist das, hat sie ja, das hat sie ja gemacht. Das Ausnahme hat, genau, Amina Wadud ist ja eine muslimische ja, Professorin und hat sie dann einmal das gemacht und das hat auch sehr viele Diskussionen weltweit aufgelöst, dass dann war auch Freitagsgebet, was sie verrichtet hatte und dann auch mit Freitagspredigt, hat tatsächlich Gelehrte gegeben, die gesagt haben, warum nicht, wenn sie dann so kompetent ist, wer sagt, dass sie das nicht darf. Also es ist etwas, was kulturell noch nicht so weit ist, dass man sagt, ist überhaupt kein Thema. Es wird diskutiert, aber es gibt auch Frauen, die sagen, es ist nicht etwas, wo ich selber anstrebe, dass ich dann jetzt eine Vorbeterin sein soll. Mhm. Und Theologinnen hat es ja immer gegeben und Theologinnen, die dann so auch Meinungen hatten. Nur das ist das Problem, wie viele andere Religionen, dass die Stimme der Frauen weniger gehört werden als die Stimme der Männer. Das sind dann immer die großen Gelehrte, die dann nach vorne kommen. Ja, ja. Dass wir zum Beispiel im Iran eine, vor etwa 25 Jahren eine komplette Koranauslegung von einer Frau haben, das schlägt nicht durch. Also es ist nicht so wichtig. Ja, und da denke ich, das ist auch die Frage der Wahrnehmung und auch die Frage der Frauen selbst, dass sie dann etwas aktiver und auch lauter werden müssen und nicht so bescheiden sich dann zurückhalten. Ja. Wunderbar. Frau Waschkönig. Ja, eine rechtliche Ungleichbehandlung gibt es eigentlich nicht im Buddhismus, kann man sagen. Also wir haben ja Rechtsvorstellungen sowieso, was den Buddhismus betrifft, nur bezogen auf den Orden. Und da gibt es eben den Nonnenorden und den Mönchsorden, wobei von Anfang an doch dafür gesorgt wurde, dass der Nonnenorden in gewisser Weise in Abhängigkeit zu dem Mönchsorden gegründet werden sollte. Das war sicher damals auch eine Vorsichtsmaßnahme, denn vor 2.500 Jahren waren die Frauen natürlich nicht so entwickelt wie heute. Aber das funktioniert eigentlich ohne Probleme. Und die Frauen, das ist heute vor allen Dingen sehr wichtig, dass sie eben alle Ämter auch ergreifen können. Und vor allen Dingen eben das Lehramt. Ne? Ja, ja. Also das ist der entscheidende Punkt der gleichberechtigten Wahrnehmung, dass man wirklich den Dharma, also unsere Buddha-Lehre, im vollen Umfang lehren darf. Also wie ich es zum Beispiel ja auch darf. Nicht? Und das wird autorisiert und dann ist es okay. So, kommen wir zur nächsten Frage. Hat nicht die Tatsache, dass Gott in der Sprache von Christen und Muslimen männlich verwendet wird, auch Konsequenzen für Gott und für den Glauben, also für die Theologie? Hat das Konsequenzen, Herr Andes? Ja, ich glaube, innerhalb der christlichen Tradition wurde durch die sogenannte feministische Theologie deutlich gemacht, dass das schon das Gottesbild sehr männlich dominiert prägt. Ja, ja. Es gibt natürlich in der Bibel auch Vergleiche Gottes mit einer Frau oder einer Mutter, aber das hat sich nicht so durchgesetzt und dass der Begriff zum Beispiel der Barmherzigkeit ja vom Mutterschoß abgeleitet ist im Hebräischen, hat in der späteren Wirkung nicht mehr so stark nachgewirkt. Die feministische Theologie hat hier wesentliche Korrekturen eingeführt und die Perspektiven deutlich erweitert. Also dadurch, dass im Islam man sich überhaupt über Wesen Gottes keine
Vorstellungen machen sollte und dürfte, Teil, dann ist es diese männlich-weiblich ist überhaupt kein Thema. Und das ist auch ein Thema, wo dann muslimische Feministinnen sagen, das ist überhaupt nicht unsere Frage, weil für uns ist Gott Gott und es ist immer größer als das, was wir ihnen dann uns vorstellen können. Daher die Frage männlich-weiblich ist überhaupt kein Thema. Wunderbar. Ja, wir haben natürlich auch eine feministische Richtung entwickelt und bei uns ist weniger die Sprache maßgeblich. Also wir haben ja auch nicht eine Gottesvorstellung in dem Sinne eines Schöpfergottes. Und bei uns ist der Buddha da und das ist ja eine historische Gestalt. Da können wir nicht leugnen, dass das ein Mann war. Und die Feministin, also einige, die haben dann wirklich also darauf gepocht, dass die Darstellungen, die man so aufhängt, zum Beispiel von Buddhas verschiedener Art und Bodhisattvas, also hohen verwirklichten Wesen, transzendenter Art, dass da auch nicht nur männliche Gestalten auftreten. Also das hat man sogar beim Dalai Lama durchgesetzt in Indien, dass da ein Raum, also wo Konferenzen auch stattfanden, dann behängt worden ist mit weiblichen Gottheiten, die es ja im tibetischen Buddhismus gibt, in den anderen nicht unbedingt. Ne? Im Hinduismus ist es ja wieder ganz anders. Da gibt es ja auch nicht nur Götter, sondern auch Göttinnen. Was ja, die gibt es natürlich zum Teil in der buddhistischen Tradition auch. Aber ich glaube, man muss natürlich sehen, dass diese Göttinnen hohe Verehrung finden, aber ein Problem darstellen für unsere Fragestellung. Insofern als in vielen Religionen die Frau entweder überhöht wird, Maria im Christentum, oder sehr verteufelt wird, Eva im Christentum. Aber was fehlt, ist, dass sie auf einer Stufe steht mit dem Mann. Und deshalb ist natürlich eine Göttin der Ausdruck dieser Erhöhung der Frau und Überhöhung, aber hat keine unmittelbare Wirklichkeit im Abbild des alltäglichen Lebens für viele Frauen. Frau Mohagegi, was sagen Sie dazu? Also ich bin auch der Meinung, dass da ist es im Islam, gibt es ja sowohl dann diese Verachtung der Frau, aber die sehr stark kulturell bedingt ist. Und es gibt natürlich auch Frauen Vorbilder im Koran, dass sie dann, ich finde auch die Schöpfungsgeschichte im Koran, so Adam und Eva erstmal, die dann die Sünde begangen hat, ist im Koran überhaupt nicht. An dieser Stelle ist dann eine Dualform in der arabischen Sprache, die dann Koran verwendet. Das heißt, diese Gleichzeitigkeit, dass beide Wesen, die im Paradies waren, beide Wesen lassen sich gleichzeitig von Teufel dann so verführen und begehen dann so diese Sünde. Also ich finde, das ist eine sehr starke Aussage im Koran, wobei an dieser Stelle muss ich sagen, die Koran-Kommentatoren haben natürlich dieses christliche Bild sich so eigen gemacht und obwohl dafür dann im Koran keine Grundlage gibt, in den Kommentaren liest man durchaus, dass dann eben erstmal war die Frau und dann der Mann. Und da denke ich, ist auch dann dieses Zurückgehen zu Text im Koran, was der Koran eigentlich sagt und darüber nachdenken, warum dann die Schöpfungsgeschichte so im Koran vorkommt, ist wichtig. Man muss aber vielleicht dazu sagen, wenn ich das einfügen darf, dass natürlich auch die Lesart des Textes sehr eng mit dem, was man sonst denkt, natürlich zusammenhängt, sodass, das hat gerade die feministische Theologie gezeigt, sodass manche Texte das gar nicht enthalten, was man daraus gelesen hat und erst drauf gestoßen werden muss, dass hier beispielsweise Mann und Frau gleichzeitig sündigen. Oder im Christentum in ähnlichen Beispielen die Frau eine ganz andere Rolle spielt, als man denkt. Frau Waskörli. Ja, wir haben schon in der Zeit des Buddha, um auf die Frage der sozusagen normalen Bürgerin zurückzukommen,
Beispiele, die Sie eindrucksvoll geschildert haben, also wie Frauen selbstständig waren, als noch nicht der Kasteneinfluss so stark war und sie zurückgedrängt wurden, wo sie wirklich also auch Rollen übernommen haben, sehr umfanglicher Art. Das soll das Schlusswort gewesen sein, meine Damen und Herren. Also Frau Weißkönig, Frau Mohagegi und Herr Antes, ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. Das haben Sie wunderbar dargelegt. Und ich glaube, meine Damen und Herren, wir haben heute sehr viel gelernt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen.